Heinz, wie erkennt ein Verkäufer einen guten Makler? Was denkst du, also uns erreichen immer wieder mal so Kommentare, Makler sind nur Geier, kann ja jeder machen, kassieren viel Geld und machen nichts. Warum ist ein professioneller Makler für einen Verkäufer oder auch für einen Käufer Gold wert? Also zuallererst mal bei einem professionellen Immobilienmakler weiß man eben, was man hat. Das heißt, der hat ein System, der hat Struktur, der hat Prozesse. Das heißt, es ist transparent, was er macht. Und auch vor allen Dingen das Arbeitsergebnis ist vorhersehbar. Das ist ein ganz gravierender Punkt bei einem professionellen Immobilienmakler. Auf der Käuferseite kann man sich verlassen auf professionellste Unterlagen. Ich weiß ganz genau, er hat die Unterlagen geprüft, er hat sie ordentlich recherchiert. Ich brauche vor allen Dingen dem professionellen Makler in nichts hinterherzulaufen, was sehr, sehr wichtig ist, wenn ich gerade auch in der jetzigen Marktphase meine Finanzierung zeitnah durchkriegen will. Weil wenn die Bank permanent fragen muss und fragen muss und fragen muss, weil die Unterlagen nicht da sind, dann wird es wirklich zu einem echten Problem und dann ist der Käufer genervt. Der Verkäufer ist genervt, weil es nicht schnell zum Notar geht. Und die Bank ist erst recht genervt. Wie erkennt ein Verkäufer einen guten Makler? Also zuallererst mal, dass ein Makler in der Lage ist, sein Konzept, sein System, seine Strategie zum Verkauf einer Immobilie schwarz auf weiß belegen zu können, dass er es zeigen kann. Okay, also einfordern. Niemals vertrauen jemandem, der nur Blabla macht. Okay. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist, dass er Arbeitsergebnisse hat. Also wirklich Referenzen, ja, wo ich auch als Verkäufer anrufen kann oder könnte und fragen, ey, wie war die Arbeit? Ja. Im besten Fall hat der Makler sogar Arbeitsergebnisse per Video auf seiner Webseite. Das wäre natürlich super cool. Ja. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, dass der Makler ein wirklich exzellent guter Kommunikator ist. Ja. Also ein Makler, der kein guter Kommunikator ist, der auch vor allem die Wichtigkeit, Genauigkeit, Ernsthaftigkeit nicht erkennt. Und da sind wir beim wichtigsten Punkt, ist Genauigkeit. Also ein guter, professioneller, erstklassiger Immobilienmakler ist 100% genau, ja, auch bei der Bewertung einer Immobilie. Das tut vielleicht auch manchmal ein bisschen weh, ja, aber in diesen Dingen, ja, geht es nicht um Schnelligkeit, sondern da geht es um Genauigkeit. Ja. Die Schnelligkeit, die kommt danach. Nämlich im Verkauf der Immobilie. Ja, genau. Wenn alles steht, dann geht es auch schnell. Genau. Und ja, also im Endeffekt sollte man keine Angst haben, zu hinterfragen, zu fragen und zu fordern. Weil am Ende geht es ja doch auch um viel Geld, das man bezahlt. Genau. Ne? Und es gibt noch zwei Dinge, die ich für sehr wichtig erachte. Ist erstens mal, auch ein Immobilienmakler braucht mal Urlaub, ist vielleicht auch mal krank. Ja. Also es ist schon ziemlich cool, wenn der Makler auch ein Team hat, so wie du. Absolut. Ja, dass du einfach weißt, ey, da ist nicht einer alleine, ja, der alles machen muss, das sondern stimmt, da steht ein Team dahinter. Finde ich super wichtig. Absolut. Und was auch super wichtig ist, dass der Makler auch zu finden ist. Ja. Also er hat ein Büro, er hat einen festen Standort. Ja, das ist kein Nomade, ja, ne, der durch die, ja, Lande, ja, genau, zieht, sondern der ist, ich weiß wirklich, ey, du bist in, ja, Saarlouis, du bist da, genau, du bist als Makler, ich weiß, wo ich dich finde, ich kann vorbeifahren, ich kann dich anrufen, du bist erreichbar. Genau. Super wichtig. Ja. Was denkst du, also uns erreichen immer wieder mal so Kommentare, Makler sind nur Geier, kann ja jeder machen, kassieren viel Geld und machen nichts. Leider Gottes stimmt das häufig. Ja? Stimmt. Also ich würde mal sagen, ich will keinen Prozentsatz nennen, aber, ja, es stimmt auf jeden Fall. Wie in jedem Beruf gibt es solche und solche. Absolut. Ich weiß aber aus zuverlässiger Quelle, weil ich ja selber Makler auch fit mache und ausbilde, ja, dass es natürlich auch die andere Seite der Medaille gibt. Und es geht halt viel mehr darum, auch um die Entscheidung, die ich als Käufer und als Verkäufer, der Käufer trifft mehr seine Entscheidung nach der Immobilie, was, stimmt, ja, verständlich ist. Klar. Der Verkäufer, der hat aber ja den freien Willen und kann genau hinschauen, wen engagiere ich, wer soll meine Immobilie verkaufen. Ja, und da ist es viel wichtiger. Und die gibt es, und da gibt es auch sehr, sehr viele von, die sind erstklassige Unternehmer, die sind erstklassige Immobilienmakler, absolut, das sind echte Experten, ja, und ein wirklicher Experte, der soll oder muss auch gutes Geld verdienen, sonst kann er seinen Geschäftsbetrieb nicht aufrechterhalten. Das stimmt. Aber die reine Motivation als Ursprungsgrundlage, ja, nur Geld zu verdienen,
Das war noch nie die richtige Grundmotivation, egal in welchem Beruf man ist. Und Makler ist auch ein Beruf, da gehört natürlich auch die Prise Begeisterung, Leidenschaft, Freude und vor allen Dingen auch den Spaß daran zu haben, anderen Menschen zu helfen, eine gute Dienstleistung zu liefern. Das ist alles entscheidend. Ja? Und ein Makler, der nur die Tür aufschließt oder der es sich ganz, ganz leicht und einfach machen will, das ist mit Sicherheit keine Top-Empfehlung. Das stimmt. Also ist es im Grunde, kann man sagen, wichtig, wenn ein Verkäufer sich dazu entschließt, über einen Makler zu verkaufen, die richtige Wahl zu treffen, also einen professionellen Makler auszusuchen, zu filtern, weil letztendlich profitiert ja davon dann auch der Käufer. Trotz, dass er den Makler zahlen muss, hat er trotzdem Mehrwert, weil er die Immobilie top vorbereitet bekommt, keine Fehler macht beim Ankauf, keine Stolpersteine, keine versteckten Mängel, die irgendwann aufkommen, weil der Makler vorher seinen Job gemacht hat. Absolut. Also man erkennt es ganz einfach. Ein Makler, der sich Mühe macht, so wie du beispielsweise, tolle Unterlagen, tolle Vorbereitungen, alles wird genau und exakt ausgeführt. Daran erkennst du ja schon, dass es nicht jemand ist, der einfach nur Geld verdienen will, sondern er will einen guten Job machen. Ja? Korrekt. So und dann ist Geld verdienen auch total in Ordnung, ja, weil niemand arbeitet von morgens um 9 bis abends um 8, wenn er kein Geld verdienen kann. Das gehört mit dazu. Absolut. Nur der Unterschied ist, ob ich das Geld, was ich verdiene, einsetze, um eine tolle Dienstleistung zu bringen. Natürlich angefangen von Büro, Drucker, mit allem, also alles, was dazugehört, daran erkenne ich halt eben einen guten Dienstleister. Absolut. Ja? Und nicht daran, wie viel Goldkettchen und andere tolle Dinge drumherum. Man darf auch als Makler ein schönes Auto fahren, alles keine Frage. Ja. Man erkennt schon den Unterschied zwischen jemandem, der bereitwillig eine gute Leistung bringt und sich Mühe gibt, zu jemandem, der schnell Geschäft machen will. Absolut. Ein bisschen hingucken. Ja, genau. Cool, danke.